Das ist ein Küche-Entchen. Hattest du schon Glück? Noch nicht, komm, ich arbeite daran. Vielen Dank. Oh, und vergiss nicht, einen Blick auf die Karte zu werfen. Nein, ich wollte... Fallen lassen? Bitteschön. Ich sag jetzt nicht, dass wir jetzt nicht mehr zu dem Hundi kommen. Sag mir nicht, dass ich das jetzt verkackt. Was sehen wir uns da an? Das ist der beste Spieler aller Zeiten. Bist du dafür schon alt genug? Mein Papa nennt mich immer eine gute alte Seele. Apropos, dein Vater hat mich gebeten, dich für die Präsentation einzusammeln. Okay. Das war einfach. Es muss doch irgendein Haken geben. Ich gehe, sobald nichts mehr auf über den Bildschirm flimmert. Da haben wir ihn. Und wie lange dauert das noch? Ich glaube, das ist eine Dauerschleife. Also hört sie vielleicht nie auf. Aha. Aber wenn der Bildschirm dunkel wird, versprichst du, zu deinem Papa zurückzukehren? Kicken wir an Bord. Okay, guck ich gleich drauf. Ich muss eben das Kabel wieder ranfetzen. Kurz meine Nase putzen. Einen Moment. So. Nase putzen erledigt. Jetzt müssen wir diesen Strom auskriegen. Muss er einmal umkippen? Nee. Ein Blinky. Nee. Wie kriegen wir das aus? Ist da oben irgendwas? Ein Blinky. Oh, falscher Knopf. Ja, ich habe A statt X gedrückt. So, jetzt. Da oben sind noch mehr Blinkies. Kann ich nicht springen, okay. Oh. Da nach oben. Hallo, boah, Sunny, wenn es sich so doll bewegt. Keineswegs. Oh, wenn ich blinze, sehe ich lila Form. Ich glaube, eine Auszeit vom Bildschirm ist eine sehr gute Idee. Sollen wir dich zu deinem Papa zurückbringen? Okay, ich kann ihm von den neuen Kompass berichten, die ich bei M. Bilson gesehen habe. Lass uns loswatschen. Ja, Momentchen. Woher hätte ich gerne diese Blinkies da oben? Kleines Küken. Wie schnell bist du? Oh, es ist hingefallen. Oh, wenn mir zu schnell sie fällt, ist es auf die Fresse. No. Da hinten. Zum Halt. Oder wir sammeln ganz viele Entchen. Dann haben wir eine Armee. Wir sammeln ganz viele Entchen. Wir brauchen Federn. Zack. Tada. Okay, es fliegt auch so hin. Okay. Ich höre was.
Oh, hallo Krähe. Was höre ich denn? Ist sie irgendwo im Wind spielen? Na egal. Hallo Krähe. Kätzchen! Du siehst aus, als würdest du gerne stylische Accessoires tragen. Ist das eine Falle dahinter? Keineswegs. Okay, na dann, wenn das alles ist, bis bald. Tickenwechsel. Hast du schon von meinem glorreichen neuen Geschäft gehört? Es heißt Blinkies für Mützen. Kaufst du jetzt Mützen? Keineswegs. Aber es heißt doch Blinkies für Mützen. Ah, das ist das Clevere. Dann verkaufe keine Mützen, sondern Zugang zu Mützen. Die Mützen leben natürlich in diesen kleinen Automaten. Und dir, hilfloses Kätzchen, fehlt die geheime Weisheit, um diese Automaten zu benutzen. Ich bin kein hilfloses Kätzchen. Lassen Sie sich darüber streiten, wer wen hilflos genannt hat. Nicht, wenn es um Mützen geht. Nur ich, Krähe, kann das uralte Krähenritual ausführen, bei dem man eine Marke einwirft und einen Knopf dreht. Das klingt jetzt aber nicht so schwer. Wenn wir beim Thema wären, mein Vorschlag lautet wie folgt. Für 10 Blinkies kannst du eine Krähe, also mich, anheuern, die dir eine Mütze besorgt. Also verkaufst du doch Mützen. Nein, ich bin ein Vermittler, der innerhalb eines Crowdworking-Systems agiert. Mit einem Tauschgeschäft namens Blinkies für Mützen. Ja, aber nur, weil Blinkies für Zugang zu Krähen, die Zugang zu Mützen haben, in der Marktforschung schlecht abgeschnitten haben. Wenn ich also 10 Blinkies bezahle, bekomme ich eine Mütze. Du übersiehst die subtile wirtschaftliche Originalität meiner Idee. Ich reguliere den Mützenmarkt. Also, ist jetzt eine Mütze haben oder nicht? Nein, danke. Ich bin zufrieden mit meinem Bauarbeiterhelm. Ah! Oh, wow. Wow, wie episch. Sieh mal, ich habe einen Teich für mich hier ganz allein. Du bist sicher, dass es ein Teich ist? Ich bin eine Ente. Mit Teichen kennen wir uns aus. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich glaube, es wird Zeit, den Teich zu verlassen. Dein Vater hat mich geschickt, um dich für die Präsentation abzuholen. Aber ich will noch im Wasser spielen. Uff, wie hältst du das aus? Wasser? Es ist so kalt und nass. Moment mal, heißt das, du kannst mich erst mitnehmen, wenn ich nicht mehr im Wasser bin? Oh. Juhu, ich bleibe für immer im Teich. Das hätte mir klar sein müssen. Es muss doch einen Weg geben, das Küken aus dem Wasser zu bekommen, ohne nass zu werden. Ja? Bestimmt. Wir können auf dem Drucker schlafen. Daher kommt das Geräusch. Wir werden gescannt. Macht's mehrere Bilder oder nur eins? Bilder vor allem, ne? Ich glaube nur eins. Können wir das mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich habe eine Banane. Bitteschön. Halt nicht. Nein, ich wollte schon auf den Laptop. Warte. Der Vogel, der blinkt. Was bringt eigentlich diese Gummiähnchen? Und warum hat dieser Vogel geblinkt? Fragen über Fragen. Ich finde schön, dass hier so ein Sonnenstrahl durch die Decke kommt. Okay, das ist schon sehr auffällig. Mit dem Ventilator. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Ventilator zu tun. Ich bin an einer Kiste. Oh.
dieser Ventilator verhindert, dass wir an den Fisch kommen. Der ist ganz schön stark. Aber ich habe eine Idee. Okay, dann gehen wir halt auch so. So, erstmal möchte ich diesen Fisch haben. Ah, nein! Latsch dich. Das ist arme Entchen. Bist du noch böse auf mich? Nee. Wie komme ich an das Blinky? Vielleicht sollte ich mir den Fisch zum Schluss holen. Von da doch richtig? Ah ja. Oh. Ganz viele Blinkies. Eine Mutter, eine neue. Ohne dafür zu bezahlen. Eine Onigiri-Mütze! Kawaii! Ich bin so unerreißbar. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob man das jetzt Kawaii oder Kawaii oder so ausspricht, weil ich habe schon beides gehört. Blinkies! Blinkies! Warte, haben wir das jetzt das eine Entchen verloren? Das kommt bestimmt nach. Ich meine, irgendwie kam es da ja hin, also wird es auch irgendwie wieder rauskommen. Ganz merkwürdige Perspektive. Sag ich doch. Das sieht nicht gesund aus. Ob was denn, dass ich nicht zuerst aus den Fischen nehme? Ich habe vergessen, dass da der Ventilator steht. Du wirst mich nicht um meinen Fisch bringen. Hä? Hey. Okay, wir machen das folgendermaßen. Kommen wir hier? Ja, wir kommen hier vorbei. Perfekt. Okay, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine neue Idee. Ah, Wasser. Ich finde schön, dass ich mir immer die Sachen so hinmache, dass sie passen. Und dann, dass ich mir dann die Dinge irgendwie hinmache und ich dann vergesse. Ah, sehr schön. Sie kommt von der Seite. Verfolgt die mich? Hey! Die verfolgt mich! Oh.
Verfolgst du mich jetzt auf ewig? Die kann mich doch jetzt nicht auf ewig verfolgen. Das wäre schon irgendwie lustig. Not that okay. Oh, da ist ein Hund. Gelatscht ist. Fischig. Dieser leckere Fisch hat dir die Energie gegeben, den Efeu hochzuklettern. Probier's mal aus. Ja, wir haben mehr. Mir geht's viel besser. Klettern wir den Efeu hoch. Hm. Hallo Vögelchen. Mich einen Tick zu spät geduckt. So, wo war jetzt dieser Laden? Wir müssen unsere Mission fertig machen. Flicky. Eine Banane. Die bringen wir der Ladenbesitzerin als Entschädigung, dass wir ihren Fisch geklaut haben. Wo war denn dieser Laden? Hier? Lauf ich richtig? Keine Mützen. Huch. Warte, wenn du hier bist. Dann muss ich hier lang. Oder? Ja, hier. Oh, mein Orientierungssinn. Wir haben ja eine Entschädigung mitgebracht. Okay. Na, ich will ziehen. Was eine coole Lösung, Kätzchen. Okay. Hoffentlich bist du nicht so enttäuscht, darüber wieder auf dem Trockenen zu sein. Nee, ich wurde eh schon ein kleines bisschen müde und ein großes bisschen hungrig. Vielleicht hat Papa ja Snacks. Du kannst ihn bei den Präsentationen fragen. Ich habe die Präsentation ganz vergessen. Dort kann ich von allen von meinem Schwimmabenteuer erzählen. Gehen wir, Kätzchen. Okay, das war jetzt nicht mein Plan, aber schön, wenn Dinge funktionieren. Okay. Wir sind hier. Da oben ist Fisch. Da sind Antis. Und da ist der liebevolle Papa mit Cookies. In welche Richtung laufe ich gerade? Okay, wir gehen nach hier. Hier. Und Kükis. Kommt meine kleine Kükenarmee.
Und Papa geht später alle gesammelt. Okay, da ist ein Wauwau. Ich höre schon wieder glitzern. Also zum einen ist hier wieder eine neue Mütze. Und zwar eine Pilzmütze. Oh, ich bin ein richtiger Glückspilz. Und was ist das? Ach, das Zeug steht nur im Weg. Hier ist wieder ein Nickerchenplatz. Okay. Wunderschön. Okay. Genug Kirchchen gemacht. Stiehl den Fisch des Fischers. Aha. Gerade dachte ich noch, irgendwas mit dem Fischer machen können. Irgendwie einen Fisch betteln können oder irgendwie sowas. Stehe ich denn dann am besten? Erstmal muss der überhaupt einfach fahren. Und essen. Nom, 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 nom. Wir haben ganz viel. Tada! Ein weiterer leckerer Fisch. Jetzt kannst du noch höher klettern. Hätte ich dich essen, oder? Nö. Ist auch besser so. Bin ich denn? Oh, überhaupt nicht da, wo ich sei. Ah. Wird mir hier ein Entchen gezeigt oder ist das einfach nur. Warte, ich laufe mal ein bisschen weiter weg. Oh. Oh, ich muss doch mal das putzen. So. Ah, ja, ja. Blöder Heuschnupfen. Naja, egal. Ach ja, ich wollte gucken. Okay, nein, das sind nur die zwei Entchen, die mich verfolgen. Okay. Sind das eigentlich nur vier Entchen oder? Ich finde schön, dass ich alle Menschen umwerfe. Warte, vorher hole ich mir das Blinky. So. Ah, wir sind hier. Ah, okay. Ah, jetzt haben wir. Oh. Ich glaube, der ist wegen uns so schlecht gelaunt. Ah, perfekt. Einfach geradeaus weiter. Dann dürfen wir auf die nächsten Entchen. Ah. Hier dürfte ein Entchen sein. Vermutlich, oder? Ja. Ja. Aber wo? Gucke. Aber letztes Mal sind wir hier gar nicht hoch. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Hier ist ein Entchen.
Hallo. Hallo da oben. Los, bist du mir beim Fliegen zuschauen? Ich bin darin super gut. Das bist du, aber deswegen bin ich hier. Dein Vater hat mich gebeten, dich zu finden und zum Teich zurückzubringen. Ist es schon Zeit für die Präsentation? Allerdings. Okay, na gut. Aber, gibt es ein Problem? Nicht direkt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich mit den Flügelfliegen angefangen habe. Also weiß ich auch nicht genau, wie ich wieder aufhöre. Ach so. Also ich muss jetzt leider hier oben bleiben. Juhu! Überlass es mir. Ich hole dich ruckzuck wieder runter. Okay, aber nicht so ruckzuck, falls es dir nichts ausmacht. Okay, wir müssen die Lüftung wahrscheinlich ausmachen. Momentchen, den Vogel schnappen wir uns. Ah, oder auch nicht. Zack, dafür haben wir dieses Blinky. Genau das hatte ich vor. Okay. Naja, wir müssen ja eh wieder hoch. Dann haben wir noch eine neue Versuch. Wie schalten wir die Lüftung ab? Müssen wir das hier unten tun? Oder müssen wir das oben tun? Das ist die Frage. Dann gehen wir halt hoch. Ah! Ich sollte vielleicht ein bisschen geduldiger sein. Ach nee, das sind unsere Entchen. Ist hier irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht, genau, wenn wir das ziehen. Was passiert, wenn wir da... Nicht stark. Tada! Oh, es ist so komisch, wieder auf festem Boden zu stehen. Hattest du keine Angst, dass du da oben festzerrst? Vögel haben keine Angst vor so etwas. Papa sagt uns, wurde das Fliegen ins Nest gelegt. Apropos Papa, wir sollten zusehen, dass du pünktlich zu der Präsentation kommst. Ich kann ihm alles über das Fliegen erzählen. Denkst du, er hat mich in der Luft gesehen? Bestimmt so hoch oben, wie ich war. Los, gehen wir. Dann kannst du ihn fragen. Okay. Sehr schön. Und dann ist hier noch ein Mensch. Ich sehe Blinkies und... ich glaube, ja, so eine Kapsel wieder mit Mützen drin. Okay. Hoffentlich nicht. Dieser Vogel blinkt. Ich wüsste gerne, warum er blinkt. Was für die Richtung? Ja, wir müssen ungefähr da. Okay. Gut. Komm hier rein. Wir müssen da rein, das Entchen. Wie kommen wir da rein?
Ich sehe auch einen Schlafplatz. Wie kommen wir da? Warum kommen wir da nicht rein? Hä? Mach ich was falsch? So kommen wir rein. Ich verstehe. Gleich meine Küche machen. Oh. Diese Annette fliegt. Schön. So ein kurzes Nickerchen. Hallihallo da drin. Dein Vater hat mich geschickt, um dich für die Präsentation zu suchen. Aber ich muss noch ein paar Runden drehen. Ich kann nicht mittendrin aussteigen. Wie lange dauert das noch? Keine Ahnung. Ich habe 400 Blinkies reingeworfen. Wie viel Zeit entspricht das? Laut Schiff sind es nur 60 Stunden. Das kann nicht stimmen, oder? Woher ist das Problem? Die Menschen werfen sie in den Teich und wünschen sich dabei etwas. Bestimmt haben sie sich gewünscht, dass ich einen tollen Tag in der Maschine habe. Aber was ist mit deinem Vater? Kannst du mich zurück zu meinem Papa bringen, sobald die Tür aufgeht? Versprochen? Versprochen! Es muss doch einen Weg geben, die Tür schon früher zu öffnen. Wie bitte? Ach, nichts. Ich rede nur mit mir selbst. Wir sehen uns nach meiner Spaßfahrt. Warum noch meiner? Gehen wir jetzt hier auch rein? Hallo? Ich wette, du fragst dich, wie du diesen Knopf drücken kannst. Eigentlich nicht, aber jetzt schon. Es geht ganz leicht. Du musst einfach nur deinen Kopf benutzen. Und mit deinem Kopf benutzen meine ich RB mit dem Kopf voraus gegen den Knopf rum. Okay, und dann? Dann nichts. Du stößt deinen Kopf gegen den Knopf. Und das war's. Tut das nicht weh? Du bist aus härterem Holz geschnitzt, Kätzchen. Ein kleiner Schlag auf die Nuss macht einer tapferen Katze wie dir nichts aus. Bist du sicher? Ganz sicher. Lauf einfach. RB mit dem Kopf voraus gegen den Knopf. Er drückt sich schließlich nicht von selbst. Okay. Außerdem haben wir einen Helm an. Ach, diesen Knopf meint er. Warte. Ja. Oh, Quark drucken. Bringe alle Entenküken zurück. Ah, das war's wohl. Ah, doch, jetzt. Ich dachte gerade, es hat nichts zu sagen. Hast du mich da drin gesehen? Ich bin überall rumgeputzelt. Ja, ist ja jetzt nicht schwindelig. Nein, ich bin ganz warm und flauschig. So müssen sich Handtücher fühlen. Jedenfalls. Okay. Ah, jedenfalls kann ich es kaum erwarten, Papa, alles über die todesverachtende Trocknermaschine zu erzählen. Wollen wir dann mal zu ihm gehen? Ja, los geht's! Juhu, los geht's. Okay, okay. Schön, dass wir die Klärung bekommen haben, wie das geht. Oder vorher zu wissen, was wir genau machen müssen. Huch. Ist einfach verschwunden. Okay. Na dann. Tschüppdidu. Linky, Topf runterschmeißen. So, dann geht's auf zum Papa. Wenn ich wüsste, welche Richtung der Teich ist. Diese Richtung soll's. Aber da hinten ist ein Fisch. Dann holen wir uns den Fisch. Dieses Portal ist doch nie mit den anderen verbunden. Wenn du mit einer Feder bringst, kann ich es verbinden. Bitte sehr. Bitte sehr. Ich wollte das Portal. Nur freischalten. Okay, gut. Oh, guck
kommen wir nicht an den Fisch? Ne, wir sind an dem Fisch vorbei. Ah, jetzt der Fisch hier. Ich habe aus dem Miaut. Ja, was sollte das denn geben? Ah, ist eine Wand. Hallo, Bauer. Ich glaube, an diesen Fisch... Nee, an diesen Fisch kommen wir, glaube ich, nicht. Es ist versperrt. Kein Efeu zum Hochklettern. Okay. Gut, dann reißen wir zum Teich. Geht schneller, als wenn ich mich jetzt... wenn ich mich da jetzt verlaufe. Auf zum Ententeich. Tada! Bup, 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 bup. Hallo, Papa. Ich habe deine... Eins, zwei, drei und vier. Das sind sie alle. Ach so, eine Erleichterung. Ich war schon kurz davor, in Panik zu geraten. Uns ging es gut, Papa. Mir ging es am besten. Das stimmt nicht. Stimmt doch. Nö. Jaha. Kinder, bitte. Ach, euch ging es doch allen gleich gut. Es war schön, euch alle kennenzulernen. Oh, Kinder, habt ihr euch schon bei dem netten Kätzchen für die Hilfe bedankt? Dankeschön. Gern geschehen. Nicht du, wir reden mit dem Kätzchen. Danke, Kätzchen. Wir lieben dich, Kätzchen. Papa, du musst auch Danke sagen. Ach, ganz recht. Danke, Kätzchen. Bitte nimm das als Belohnung für alles, was du getan hast. Eine Entenmütze. Diese Mütze macht mich zum Ehrenmitglied der Entenfamilie. Papa, 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 ist es jetzt Zeit für die Präsentation? Aber sicher, lass uns dafür rüber in den Teich gehen. Cool, mach's gut, Kätzchen. Tulü. Viel Spaß mit deiner Mütze. Meine Präsentation wird ganz sicher die beste. Wir verabschieden uns von dem Kätzchen. Das sind nützliche Informationen. Passt auf euch aus, Entchen. Viel Spaß bei euren Präsentationen. Ich bin ein Enter. Papa schläft. Wo gucke ich denn hin? Okay. Dann hätten wir das mit den Entchen erledigt.